12 Rules for Life. Jordan B. Peterson. Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. Entdecke die Essenz von 12 Lebensregeln für ein erfülltes Leben. Was würdest du tun, wenn du das gesamte Wissen der Welt in 12 einfache Lebensregeln packen könntest? Jordan Peterson hat sich dieser ehrgeizigen Herausforderung gestellt. Seine Reise führte ihn durch ein breites Spektrum des Wissens, von der antiken Philosophie bis zu religiösen Mythen, von der Psychologie bis zur Meeresbiologie, von östlicher Weisheit bis zur Kunst der Rhetorik und alltäglichen Redewendungen. Das Ergebnis sind 12 prägnante Lebensregeln für ein erfülltes modernes Leben. Was du daraus mitnimmst, sind einfache und dennoch wirkungsvolle Ratschläge für dein Leben, begleitet von fesselnden Metaphern. Diese Kernaussagen des Buches verknüpfen Themen wie Hammer und Selbstvertrauen, Skateboards und Politik, sowie Affen und Willensstärke auf unterhaltsame Weise. Zudem wirst du erfahren, was die Lotusblume dich über die Sinnsuche lehren kann, wie eine positive Auslegung der Geschichte von Adam und Eva aussieht und warum es eine gute Idee ist, jede Katze zu streicheln, die dir begegnet. Kernaussage 1. Erhebe deinen Kopf und strecke deine Brust heraus. Bist du vertraut mit dem Begriff der Hackordnung? Dieses Konzept wird oft in Bezug auf Hierarchien und Machtverhältnisse verwendet. Aber wusstest du, woher es stammt? Die Ursprünge dieses Begriffs gehen auf den norwegischen Zoologen Thorleif Schjelderup Ebbe zurück, der in den 1920er Jahren das Verhalten gewöhnlicher Hühner untersuchte. Er stellte fest, dass es in dieser Vogelwelt eine klare Rangordnung gab. Die stärksten und gesündesten Tiere befanden sich an der Spitze dieser Hierarchie. Sie hatten bei der Fütterung stets den Vorrang und sicherten sich die besten Körner. Am unteren Ende dieser Hackordnung befanden sich die schwächeren Hühner mit fragiler Statur und löchrigem Federkleid, die sich mit den Resten begnügen mussten. Solche Hierarchien sind nicht nur unter Hühnern, sondern auch in vielen anderen Teilen des Tierreichs zu finden. Ein herausragendes Beispiel sind Hammer. Ob im Meer oder in Gefangenschaft, Hummer führen immer Kämpfe um den sichersten Unterschlupf, bei denen Scheren und Panzer eine entscheidende Rolle spielen. Forscher haben herausgefunden, dass der Ausgang dieser Kämpfe die Neurochemie der Tiere beeinflusst. Gewinner produzieren deutlich mehr Serotonin als Octopamin, während bei Verlierern das Verhältnis umgekehrt ist. Und hier wird es spannend. Diese Neurochemie beeinflusst die Körperhaltung der Tiere. Mehr Serotonin führt zu aufrechten und agilen Gewinnerhummern, während die Verlierer sich zurückziehen und eine defensive Haltung einnehmen. Dieser Unterschied hat Auswirkungen auf zukünftige Konflikte, da aufrechte Hummer größer und bedrohlicher wirken und die bereits ängstlichen Hummer früher kapitulieren. Du fragst dich wahrscheinlich, wie das auf uns Menschen zutrifft. Studien legen nahe, dass Menschen mit Alkoholproblemen oder depressiven Störungen häufiger dazu neigen, vor kompetitiven Situationen zurückzuschrecken. Diese Scheu verstärkt ihre Selbstzweifel, Lethargie und letztendlich ihre psychischen Probleme. Andererseits zeigen Menschen, die eine Siegesserie oder Glückssträhne erleben, oft buchstäblich eine aufrechte und stolze Körpersprache. Diese selbstsichere Haltung verbessert zusätzlich ihre Chancen auf Erfolg. Denn ähnlich wie bei den Hummern bewerten auch wir Menschen ständig unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Wir neigen dazu, von der Körpersprache anderer Menschen auf vorteilhafte Eigenschaften wie Intelligenz zu schließen. Das führt uns zur ersten Regel: Steh aufrecht und mach deine Schultern breit. Denke daran, wann immer du einen Schub für dein Selbstbewusstsein benötigst, tritt auf wie ein Gewinner. Eine selbstsichere Körperhaltung verschafft dir wichtige Vorteile. Kernaussage 2: Alles im Namen der Selbstliebe. Angenommen, du hast einen Hund, der krank wird, und der Tierarzt verschreibt ein Medikament. Du würdest wahrscheinlich nicht in Frage stellen, was der Arzt dir empfiehlt, und das Rezept verfallen lassen, oder? Doch erstaunlicherweise ignorieren etwa ein Drittel der Menschen die ärztlichen Verordnungen, die sie erhalten. Gehen wir davon aus, dass Ärzte in der Regel wissen, was sie tun. Das wirft die Frage auf: Warum kümmern wir uns oft besser um unsere Haustiere als um uns selbst? Dies liegt unter anderem an einem Mangel an Selbstliebe. Wir sind oft übermäßig bewusst über unsere eigenen Mängel, was zu einer Art Selbstbestrafung führen kann, einer unbewussten Überzeugung, dass wir es nicht verdienen, uns gut zu fühlen. Daher kümmern wir uns oft liebevoller um andere als um uns selbst. Dieser Gedanke an Selbstunwürdigkeit führt uns zu einer der ältesten Geschichten der Menschheit, der Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden. Wir erinnern uns, wie eine hinterlistige Schlange Adam und Eva, den Vorfahren der Menschheit,
dazu verführte, von der verbotenen Frucht zu kosten. Dieses uralte menschliche Versagen symbolisiert bis heute die angebliche Schwäche unserer Spezies. Aber Vorsicht, das ist zwar die gängigste, aber nur eine mögliche Interpretation. Das Narrativ der Erbsünde nährt die Überzeugung, dass wir unsere eigene Liebe nicht verdienen. Wir können die biblische Geschichte jedoch anders deuten. Ein Teil der Welt muss bereits vorher korrupt gewesen sein, um Adam und Eva zu verführen. In dieser Auslegung repräsentieren Mensch und Schlange das ewige und natürliche Wechselspiel von Ordnung und Chaos. Diese natürliche Dualität ist seit jeher ein Bestandteil der traditionellen östlichen Philosophie und findet ihren Ausdruck im Yin-Yang-Symbol. Es gibt eine helle und eine dunkle Seite, doch jede Seite enthält ein Stück der anderen. Keine Seite kann ohne die andere existieren. Das Geheimnis liegt in der Harmonie, in der gesunden Balance zwischen Licht und Dunkelheit. Daher sollten wir keiner der beiden Seiten zu viel Gewicht geben. Denke an Eltern, die ihr Kind um jeden Preis vor schlechten Einflüssen schützen wollen. Dabei ersetzen sie das unberechenbare Chaos der Welt nur durch die Tyrannei exzessiver Ordnung. Mit anderen Worten, es ist nicht sinnvoll, krampfhaft perfekt sein zu wollen. Versuche nicht, das Chaos oder die Dunkelheit in dir zu bekämpfen, denn du wirst diesen Kampf kaum gewinnen. Stattdessen vermeide es, Dinge zu tun, die dich nur kurzfristig glücklich machen. Tue stattdessen das, was langfristig das Beste für dich ist. Das bringt uns zur zweiten Regel. Betrachte dich selbst als jemanden, dem du helfen musst. Erinnere dich an deine Kindheit. Du wolltest vermutlich nicht Zähne putzen oder Handschuhe tragen, aber deine Eltern haben dich liebevoll dazu gedrängt. Jetzt musst du dich selbst mit derselben Fürsorge disziplinieren. Frage dich, was möchte ich im Leben erreichen? Welche Schritte sind notwendig? Dann ergreife diese Maßnahmen konsequent. Kernaussage 3. Wahre Freunde und ihr Einfluss. Manche von uns verlassen irgendwann ihre Heimat, um sich neu zu erfinden, sei es nur für eine begrenzte Zeit. Der Autor erzählt von einem Kindheitsfreund, der jedoch nie seine Heimatstadt Fairview in der kanadischen Prärieprovinz Alberta verließ. Stattdessen geriet er in den Kreis der örtlichen Taugenichtse. Jordan Peterson kehrte gelegentlich in seine Heimatstadt zurück und erlebte den langsamen Verfall seines Freundes mit, der immer unzufriedener und verbitterter wurde. Sein einstiges Potenzial verkümmerte zu starren Ressentiments. Peterson kam zu dem Schluss, dass die Taugenichtse aus dem Dorf einen negativen Einfluss auf seinen Freund ausübten und ihn davon abhielten, sein Leben zu verbessern. Dies mag hart klingen, aber in der Tat kann dies jedem von uns widerfahren. Empirische Studien zeigen immer wieder, wie empfindlich wir auf das Verhalten unserer Mitmenschen reagieren. In der Arbeitswelt kann man dies gut beobachten. Wenn ein leistungsschwacher Mitarbeiter in ein Team von Top-Performern kommt, sinkt das Gesamtleistungsniveau der Gruppe. Vorgesetzte hoffen oft, dass die Starken die Schwachen mitziehen, aber Forschung zeigt oft das Gegenteil. Daher ist es entscheidend, sich von Menschen zu trennen, die einen eindeutig negativ beeinflussen. Du solltest dich stattdessen mit Freunden umgeben, die dich wertschätzen und unterstützen. Diese Art von sozialem Umfeld hat einen positiven Einfluss und führt zu positiven Veränderungen. Das hat nichts mit Egoismus oder Überheblichkeit zu tun, denn aufrichtige Freundschaften basieren auf Gegenseitigkeit. Du kannst auf deine Freunde zählen, wenn du Hilfe brauchst, und sie sind da, um dich in schweren Zeiten zu unterstützen oder zu einem positiven Wandel zu motivieren. Daher lautet unsere dritte Lebensregel: Schließe Freundschaft mit Menschen, die dein Bestes im Sinn haben. Gute Freunde sind diejenigen, die dich mit der Wahrheit konfrontieren, auch wenn sie unangenehm ist. Sie lassen nicht zu, dass du nachlässig wirst oder in die falsche Richtung gerätst. Stattdessen sind sie entschlossen, dir zu helfen und dich wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Kernaussage 4. Vergleiche dich mit deiner eigenen Entwicklung. Hast du schon einmal von Begriffen wie Einäugiger unter Blinden oder dem Hecht im Karpfenteich gehört? Diese Redewendungen beschreiben eine Person, die sich von einer Gruppe unterlegener Mitbewerber abhebt. Obwohl diese Bilder schon lange existieren, hat sich die Welt stark verändert. Sie ist nicht mehr nur ein kleiner Teich, sondern eine globale Gemeinschaft, in der es immer jemanden gibt, der besser ist als du. Aber warum sind wir so besessen vom ständigen Vergleich mit anderen? Warum sind wir so selbstkritisch? Nun, Selbstkritik hat ihren Sinn, denn sie motiviert uns und gibt uns den Anreiz, uns zu verbessern. Ohne Selbstkritik würden wir keine Fortschritte machen und keine Ziele erreichen. Jedoch wird Selbstkritik schädlich, wenn sie sich ausschließlich auf den Vergleich mit anderen konzentriert.
dies kann uns den Blick für unseren eigenen Fortschritt nehmen. Warum? Erstens neigen wir dann dazu, alles in Schwarz und Weiß zu sehen. Entweder sind wir Gewinner oder Versager. Wir vergessen dabei, dass bedeutsame Fortschritte oft klein und schwer messbar sind. Zweitens führt ein ständiger Fokus auf den Vergleich mit anderen dazu, dass wir uns zu sehr auf bestimmte Aspekte unseres Lebens konzentrieren und ihnen zu viel Gewicht beimessen. Stell dir vor, du blickst auf das vergangene Arbeitsjahr zurück und stellst fest, dass deine Produktivität im Vergleich zu deinen Kollegen geringer war. Wenn du nur im Vergleich denkst, fühlst du dich wie ein Versager. Doch wenn du den Blick auf das große Ganze richtest, erkennst du möglicherweise, dass du in anderen Lebensbereichen, wie deiner Familie oder Partnerschaft, erfolgreich warst. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich nicht mit anderen, sondern mit deiner eigenen Entwicklung vergleichst. Wahrer Fortschritt ergibt sich, wenn du deine Ergebnisse aus der Vergangenheit als Maßstab nimmst. Dieser Vergleich ist sinnvoll. Wenn du feststellst, dass sich nichts geändert hat, könnte es an der Zeit sein, mutigere Ziele zu setzen und mehr Risiken einzugehen. Unsere vierte Regel lautet daher: Vergleiche dich mit der Person, die du gestern warst, anstatt mit anderen. Sieh dich selbst wie ein Sachverständiger, der jeden Aspekt deines Lebens und deine Probleme analysiert. Unterscheide zwischen kosmetischen und strukturellen Mängeln. Wenn du dies tust, wirst du so sehr mit deiner eigenen Entwicklung beschäftigt sein, dass du keine Zeit mehr für Vergleiche mit anderen hast. Kernaussage 5: Erziehung und die Rolle des Buhmanns. Stell dir vor, ein Kleinkind benimmt sich unauffällig, ohne dass seine Eltern davon Notiz nehmen. Ein Beobachter könnte sich fragen: Sind das schlechte Eltern oder sind sie vielleicht clever, weil sie dem Kind Raum geben, um sich auszuleben? Die Ansätze zur Kindererziehung haben sich im Laufe der Zeit mehrmals gewandelt. Dies ist hauptsächlich auf die alte Debatte Nature versus Nurture zurückzuführen. Die Frage danach, wie viele unserer Charaktereigenschaften angeboren oder erlernt sind. Im 18. Jahrhundert entwickelte Jean-Jacques Rousseau die Vorstellung vom edlen Wilden. Er glaubte, dass unsere prähistorischen Vorfahren in einer Art sanfter, kindlicher Vollkommenheit und Unschuld gelebt hätten. Er argumentierte, dass es die blutigen Einflüsse der Zivilisation waren, die die edle Natur unserer Spezies durch Neid und Gewalt verdorben haben. Inzwischen wissen wir, dass diese Vorstellung zwar verlockend ist, aber reines Wunschdenken darstellt. Die Forschung legt nahe, dass wir alle mit aggressiven Instinkten geboren werden. Wir müssen erst lernen, sanfte, empathische und zivilisierte Erwachsene zu werden. Jeder von uns kennt die Momente, in denen Kinder sich auf dem Spielplatz recht wild verhalten. Im Vergleich dazu erscheinen die meisten Arbeitsplätze wie Oasen des Friedens. Was bedeutet das für uns und unsere Lebensregeln? Der Autor argumentiert, dass es an uns Erwachsenen liegt, diese jungen Wilden in verantwortungsbewusste und freundliche Erwachsene zu verwandeln. Wir müssen sie erziehen und ihnen beibringen, gute Menschen zu sein. Diese Aufgabe ist besonders deshalb so schwierig, weil niemand gerne der Buhmann ist. Es ist sicherlich angenehmer, wenn Eltern ihren Kindern alle Wünsche erfüllen können. Aber Kinder testen ständig Grenzen aus, um herauszufinden, wie das Miteinander funktioniert. Deshalb müssen Eltern in der Lage sein, klare Grenzen zu setzen. Das ist nicht immer eine angenehme Aufgabe, aber betrachte es so: Entweder lernen Kinder diese wichtigen Dinge von liebevollen und empathischen Bezugspersonen, oder sie lernen sie später auf die harte Tour. Was ist dir lieber für dein Kind? Das führt uns zu drei Grundprinzipien der guten Kindererziehung. Erstens, bestimme so wenige Regeln wie möglich. Zu viele Vorschriften können frustrierte Kinder hervorbringen, die das Gefühl haben, ständig Fehler zu machen. Konzentriere dich daher auf ein paar einfache und klare Grundregeln, wie zum Beispiel: Du sollst andere nicht beißen, treten oder schlagen, es sei denn, du musst dich selbst verteidigen. Zweitens, sei nur so streng wie nötig. Deine Regeln sind nur dann effektiv und gerecht, wenn du sie klar kommunizierst und konsequent einhältst. Strafen sollten angemessen sein, nur so hart wie nötig, um das Kind zur Einhaltung der Regel zu bewegen. Manchmal reicht schon ein enttäuschter Blick, während in anderen Fällen vielleicht eine Woche ohne Smartphone notwendig ist. Drittens, zieht als Eltern an einem Strang. Kinder sind schlau genug, um Eltern gegeneinander auszuspielen. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass Eltern fehlbar sind. Ein aufmerksamer, unterstützender Partner kann auf Fehler hinweisen und einspringen, wenn ein Elternteil überfordert ist. Die fünfte Regel lautet daher: Lass nicht zu, dass deine Kinder unsympathisch und verantwortungslos werden. Fehler gehören zum Elternsein dazu,
Aber wenn wir unsere Aufgabe halbwegs gut erfüllen, übernehmen unsere Kinder irgendwann die Verantwortung für ihr eigenes Leben. Was dies bedeutet, erfährst du im nächsten Abschnitt. Kernaussage 6. Über die Schwere des Lebens. Das Leben ist unbestreitbar hart und voller Herausforderungen, Rückschläge und Leid. Wie sollten wir damit umgehen? Im Laufe der Geschichte haben sich viele Menschen mit dieser Frage befasst. Und für einige schien die Welt so grausam zu sein, dass sie nach drastischen Antworten suchten. Zum Beispiel fand der russische Autor Leo Tolstoi nur 4 legitime Lebensstrategien: kindliche Ignoranz, hedonistischer Rausch, Suizid oder trotziges Durchhalten. Tolstoi untersuchte diese Haltungen in seinem Essay Bekenntnisse und kam zu dem Schluss, dass die ehrlichste Antwort auf die Unbilligkeit der Welt der Selbstmord sei, während das Durchhalten lediglich ein Zeichen der Feigheit sei, diesen Schritt zu wagen. Andere kamen wahrscheinlich zu ähnlichen Erkenntnissen, setzten ihren Freitod jedoch auf tragische Weise um und rissen oft andere Menschen mit sich. Schreckliche Beispiele hierfür sind die Amokläufe an US-amerikanischen Highschools wie Sandy Hook und Columbine. Allein im Juni 2016 gab es in den USA erschütternde 1000 Amokläufe in den vorangegangenen 1260 Tagen, bei denen mindestens 4 Menschen getötet wurden, bevor sich der Täter in der Regel selbst das Leben nahm. Das ist selbstverständlich keine Lösung. Unabhängig davon, ob Tolstoi recht hatte oder nicht, und wie viel Leid und Ungerechtigkeit ein Mensch erfahren mag, niemand hat das Recht, wahllos anderen Menschen Schaden zuzufügen. Dies ist der Kern der 6. Regel, die im Wesentlichen besagt, dass man die eigenen Fehler suchen sollte, anstatt sie anderen zuzuschreiben. Ein beeindruckendes Beispiel für diese Regel war der russische Autor und Systemkritiker Alexander Solzhenitsyn. Trotz all des Leids und Unrechts, das ihm widerfuhr, glaubte er fest daran, dass es immer Wege gibt, der Grausamkeit des Lebens zu trotzen. Solzhenitsyn kämpfte im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis und wurde 1945 wegen kritischer Äußerungen über Stalins Interpretation des Kommunismus vom sowjetischen Regime in Kriegsgefangenschaft genommen. Im gnadenlosen Gulag diagnostizierten Ärzte bei ihm Krebs. Dennoch widerstand er der Verzweiflung und akzeptierte seine Strafe. Er beschloss, die ihm verbleibende Zeit dazu zu nutzen, etwas Gutes und Sinnvolles zu tun. Die 6. Regel lautet daher: Räum erst einmal dein eigenes Zimmer auf, ehe du die Welt kritisierst. Solzhenitsyn lebte nach dieser Regel, indem er Verantwortung für seine Taten übernahm. Während seiner Zeit im Gulag schrieb er sein Hauptwerk »Der Archipel Gulag«, einen erschütternden Erfahrungsbericht, der die Gräueltaten in den sowjetischen Gefangenenlagern einer breiten Öffentlichkeit bekannt machte und das glorifizierte Bild von Stalin in das richtige Licht rückte. Kernaussage 7. Belohnungsaufschub. Kennst du die Geschichte vom Affen, der sich die Hand in einer Keksdose einklemmt? Der Affe möchte den letzten Keks aus der offenen Dose stehlen und die Öffnung ist gerade groß genug, um die leere Hand hineinzustecken. Sie ist jedoch zu klein, um die Hand samt Keks herauszuziehen. Solange der Affe also an der Beute festhält, bleibt er stecken. Die Moral dieser Geschichte ist klar: Gier hat ihren Preis. Der Affe wird erwischt, weil er nicht bereit ist, auf den Keks zu verzichten. Dieses Verhalten lässt sich auf unser menschliches Handeln übertragen. Wie viele Menschen geben täglich ihren Gelüsten nach, obwohl sie wissen, dass es ihnen schadet? Und wie viele sind nicht bereit, Opfer zu bringen, die ihr Leben verbessern würden? Dies ist ein Nebeneffekt einer pessimistischen Weltansicht. Sie macht es leicht, die eigene Willensschwäche zu rechtfertigen. Schließlich könnte man denken, wenn das Leben so schrecklich ist, sollte man es sich wenigstens versüßen können. Und wie schlimm kann etwas sein, das einen glücklich macht? Dies ist die Logik hinter selbstzerstörerischen Laster wie Ess- und Alkoholsucht, Drogenkonsum oder Untreue. Das Gegenstück dazu ist der Gedanke des Belohnungsaufschubs. Du verzichtest auf sofortige Befriedigung, um die Zukunft positiv zu beeinflussen. Diese Einstellung geht auf Zeiten zurück, in denen unsere Vorfahren knappe Ressourcen sparten, um den Winter zu überstehen oder Bedürftigen zu helfen. Dieses Motiv findet sich auch in der Bibel. Die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies ist der Grund dafür, dass der Mensch ein hartes und entbehrungsreiches Leben auf Erden führt. Aber die Ertragung dieser Mühsal ist das Opfer, das wir für die Annehmlichkeiten im Jenseits erbringen. Daher lautet die 7. Regel: Strebe nach dem, was sinnvoll ist, nicht nach dem, was dir im Moment vorteilhaft erscheint. Dies geht über den persönlichen Nutzen hinaus.
Du kannst kleine und große Opfer bringen, um Gutes zu bewirken. Und je größer das Opfer, desto größer ist die Belohnung. Nimm dir ein Beispiel an der Lotusblume. Das Leben dieser Pflanze beginnt im dunklen Grund eines Sees. Von dort aus erstreckt sie sich Zentimeter für Zentimeter der Wasseroberfläche entgegen, um schließlich in der Sonne zu blühen. Mit anderen Worten, setze dir langfristige und sinnvolle Ziele. Behalte sie immer im Auge und sei bereit, gewisse Opfer zu bringen. Die Belohnung wird umso größer und schöner sein, wenn du diese Ziele eines Tages tatsächlich erreichst. Kernaussage 8: Realistischer als Satan. Friedrich Nietzsche glaubte, dass die geistige Größe eines Menschen daran gemessen werden kann, wie viel ungeschönte Wahrheit er erträgt. Die Wahrheit ist ein heikles Thema. In den meisten Kulturen wird sie als wertvoll angesehen, aber dennoch neigen wir dazu, uns ständig selbst zu belügen. Wir neigen dazu, uns selbst zu täuschen, insbesondere dann, wenn wir denken, dass wir etwas erreichen wollen. Der österreichische Psychologe Alfred Adler sprach von Lebenslügen. Dinge, die wir tun und sagen, um halbherzige Ziele zu erreichen. Angenommen, du träumst von einem Ruhestand im Süden, von einem kleinen Haus am Meer in einem spanischen Fischerdorf mit einem unerschöpflichen Vorrat an Paella und Cava. Dieses vermeintliche Lebensziel erscheint so verlockend, dass du dich selbst überzeugst, es erreichen zu können, selbst wenn die realen Entwicklungen immer unwahrscheinlicher werden. Du könntest sogar Allergien gegen UV-Strahlung, Sand und Alkohol entwickeln und trotzdem würdest du dich weiter selbst belügen. Du träumst weiter von deinem perfekten Plan, obwohl du noch keinen einzigen Schritt unternommen hast, um deinen Traum zu verwirklichen. Dieses Maß an Selbsttäuschung geht oft einher mit der überheblichen Überzeugung, dass wir bereits alles wissen, was es zu wissen gibt. Diese Überzeugung ist töricht, da sie unser natürliches Bedürfnis nach Lernen und Wachstum erstickt. Am schlimmsten ist es, wenn wir in einer Lebenslüge leben und hartnäckig die Augen vor der Wahrheit verschließen. Im epischen Gedicht »Das verlorene Paradies« von John Milton aus dem Jahr 1667 erscheint Satan als ein komplexer Charakter. Doch er ist zu stolz und eitel, um seine Talente zu nutzen. Sein Hochmut führt schließlich zur Rebellion gegen Gottes Weisheit, seiner Verbannung aus dem Himmel und seinem Fall in die Hölle. Daher lautet die 8. Regel: Sage die Wahrheit oder lüge zumindest nicht. Das bedeutet nicht, dass du keine ehrgeizigen Ziele setzen sollst. Aber wähle zumindest realistische Ziele und bewahre dir einen klaren Blick für das, was in deinem Leben wirklich passiert. Deine Sicht auf die Welt wird sich im Laufe der Zeit verändern. Bleibe daher flexibel und passe deine Träume und Ziele an deine sich ändernden Werte an. Sei dabei ehrlich und mutig. Wenn du dich dauerhaft niedergeschlagen und wertlos fühlst, ist es Zeit, deine eigenen Überzeugungen und Vorstellungen zu hinterfragen. Kernaussage 9: Wie man richtig streitet. Es ist gefährlich zu glauben, man wisse bereits alles. Sokrates, der berühmte Philosoph der griechischen Antike, stand für das genaue Gegenteil. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Dies ist einer der Gründe, warum Sokrates auch Jahrtausende nach seinem Tod als einer der weisesten Menschen in der Geschichte gilt. Er war immer bereit, dazu zu lernen und seine Meinung zu überdenken. Diese Offenheit ist nicht nur für Gespräche wichtig, sondern auch für dein eigenes Denken. Idealerweise ist die Reflexion ein aufrichtiges Zwiegespräch, bei dem du beide Seiten eines Arguments beleuchtest. Dies ist oft nicht einfach, da du beide Positionen objektiv vertreten musst, um eine reife Entscheidung zu treffen. Und das ist letztendlich der Hauptgrund, warum Menschen miteinander sprechen. Der Austausch erleichtert es, die verschiedenen Facetten eines Themas zu verstehen. Selbst Kinder praktizieren dies, indem sie in einem Gespräch verschiedene Perspektiven beleuchten. Es ist jedoch bekannt, dass Gespräche nicht immer so konstruktiv ablaufen. Oft weigern sich eine oder beide Parteien zuzuhören, da sie Diskussionen fälschlicherweise als Wettbewerb sehen, bei dem es nur darum geht zu gewinnen. Statt wirklich zuzuhören, denken wir bereits darüber nach, wie wir unsere vorgefasste Meinung bestätigen können. Dieses Verhalten verwandelt eine Diskussion oft in eine rhetorische Schlacht, obwohl es darum gehen sollte, gemeinsam eine Lösung oder ein besseres Verständnis zu finden. Diskussionen sind keine Kämpfe, sondern Chancen zum Lernen und Wachsen. Ein einfacher Tipp, um dies zu verbessern: Höre deinem Gesprächspartner aufmerksam zu und fasse dann sein Argument laut zusammen. Dies hat mehrere Vorteile. Es zeigt, ob du den Standpunkt wirklich verstanden hast, festigt den Inhalt in deinem Gedächtnis und reduziert das Risiko, dass einer von euch die Worte verdreht, um rhetorischen Vorteil zu erlangen.
Die 9. Regel lautet daher, gehe davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt. Die Wahrheit kann manchmal unbequem sein und niemand ändert gerne seine Überzeugungen. Aber das ist der Preis für das Geschenk des Lernens und Wachsens. Kernaussage 10. Das Leben ist von Natur aus komplex, aber oft vereinfachen wir es, um den Alltag zu bewältigen. Wir neigen dazu, nur auf das zu achten, was uns direkt betrifft, und vernachlässigen die komplexen Zusammenhänge. Diese Vereinfachungen sind notwendig, da wir nicht den ganzen Tag über alle Details nachdenken können. Allerdings gibt es Momente, in denen die Komplexität des Lebens offensichtlich wird und unsere Sichtweise auf den Kopf stellt. Daher ist die 10. Regel von Jordan Peterson von großer Bedeutung. Sei präzise in deiner Ausdrucksweise. Diese Regel erinnert uns daran, dass die richtige Ausdrucksweise entscheidend ist, um unsere Gedanken, Bedürfnisse und Empfindungen angemessen zu vermitteln. Wenn wir beispielsweise krank sind oder Schmerzen haben, kann die genaue Beschreibung unserer Symptome dem Arzt bei der Diagnose und Behandlung helfen. Je präziser wir unsere Gefühle und Bedenken kommunizieren, desto besser können wir von anderen verstanden werden. Dies gilt auch für zwischenmenschliche Beziehungen, insbesondere in Partnerschaften. Offene und präzise Kommunikation ist der Schlüssel, um Konflikte zu vermeiden und Missverständnisse zu klären. Wenn uns etwas an unserem Partner stört oder wenn wir uns mehr Unterstützung wünschen, ist es wichtig, dies klar und präzise auszudrücken. Auf diese Weise können Missverständnisse vermieden und eine gesunde Kommunikation gefördert werden. Kernaussage 11. In dieser Kernaussage geht es um die Rolle der männlichen Aggression und wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen wird. George Orwell argumentierte bereits in seinem Essay »Der Weg nach Wigan Pier«, dass politische Bewegungen oft aus Hass gegenüber den Reichen und Mächtigen entstehen, anstatt aus Solidarität mit den Benachteiligten. Heutzutage gibt es eine ähnliche Entwicklung, in der viele Menschen die patriarchalen Machtstrukturen und die sogenannte Macho-Kultur in Frage stellen. Einflussreiche Denkschulen wie die Frankfurter Schule argumentieren, dass der Weg zu sozialem und politischem Wandel darin besteht, diese männlich dominierten Strukturen zu zerstören. Jordan Peterson hingegen kritisiert diesen Ansatz als zu destruktiv. Er warnt davor, dass die Ausrichtung auf die Zerstörung des Bestehenden und die negative Energie einen allgemeinen Hass auf männliches Verhalten schüren könnte. Es stellt sich die Frage, wie die Gesellschaft mit der natürlichen Aggression umgehen sollte, die bei Männern oft stärker ausgeprägt ist. Peterson argumentiert, dass Aggression sowohl negativ als auch positiv genutzt werden kann. Historisch gesehen haben Männer Aggression für gesunden Wettbewerb, Entdeckungsreisen und gesellschaftlichen Fortschritt eingesetzt. Die Kernaussage fordert daher, dass die Gesellschaft nicht darauf abzielen sollte, männliche Aggression zu unterdrücken, sondern sie in positive Energie umwandeln sollte. Sie verweist auf Beispiele aus urbanen Subkulturen wie Hip-Hop und Skateboarden, die jungen Menschen Raum bieten, komplexe und negative Emotionen auf gewaltfreie Weise in positive Selbsterfahrung umzuwandeln. Die Metapher von begabten Skateboardern, die aufgrund von Lärmbeschwerden verbannt werden, verdeutlicht, wie die Gesellschaft oft mit kontroversen Tendenzen umgeht. Die Kernaussage betont die Notwendigkeit von Regeln für ein friedliches Miteinander, ohne die Möglichkeit einzuschränken, Energie auf konstruktive Weise zu kanalisieren. Kernaussage 12. Die 12. Kernaussage von Jordan Peterson erinnert uns daran, dass im Leben die Dualität von Dunkelheit und Licht, Schwierigkeiten und Freude eine entscheidende Rolle spielt. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, die positiven Momente in unserem Leben erst wirklich wertvoll machen. Peterson teilt eine persönliche Erfahrung, indem er von seiner Tochter berichtet, die in ihrem 6. Lebensjahr an schwerer Arthritis erkrankte. Ihre chronischen Gelenkschmerzen erforderten regelmäßige Injektionen und chirurgische Eingriffe. In solchen Momenten könnte es verlockend sein, das Schicksal zu verfluchen, aber Peterson betont die Bedeutung, sich an die natürliche Dualität des Lebens zu erinnern. Ein Beispiel, das er anführt, ist die Comicfigur Superman. In den Anfangstagen von Supermans Popularität war er ein gefeierter Superheld, der von vielen bewundert wurde. Doch mit der Zeit verliehen die Autoren Superman immer mehr übermenschliche Fähigkeiten, was dazu führte, dass er praktisch unbesiegbar wurde. Das Problem war, dass ein Superheld ohne realistische Gefahr des Scheiterns und ohne ernsthafte Gegner langweilig wurde. Peterson zieht eine Parallele zwischen Supermans Geschichte und unserem eigenen Leben. Die positiven Momente in unserem Leben gewinnen an Bedeutung, weil wir auch schwierige Zeiten durchgemacht haben.
Er fordert uns auf, die kleinen Freuden des Alltags bewusst zu genießen und unsere Wertschätzung für die guten Seiten des Lebens zu vertiefen. In Bezug auf seine Tochter und ihre Gesundheitssituation betont er die Dankbarkeit für gute Tage, selbst wenn die Zukunft unsicher ist. Die Kernaussage fordert uns auf, uns an den schönen Momenten im Leben zu erfreuen und sie bewusst wahrzunehmen, egal wie kurz sie sein mögen. Es geht darum, offen für das Gute und Positive zu sein und sich stets daran zu erinnern, dass die Dunkelheit im Leben auch dazu gehört und die Freude in den Momenten des Lichts umso kostbarer macht. Die 12. Lebensregel lautet daher treffend: Läuft dir eine Katze über den Weg, dann streichle sie. Diese metaphorische Aussage erinnert uns daran, die Freuden des Lebens zu schätzen und jeden Augenblick zu nutzen, um sie zu erleben. Sie verweist auf die Bedeutung der Dualität im Leben und darauf, dass die Schwierigkeiten dazu beitragen, die Freuden wertvoller zu machen. Fazit zu 12 Rules for Life: Die 12 Lebensregeln für ein erfülltes Leben, was das Buch präsentiert. Diese Regeln sind das Ergebnis einer umfassenden Betrachtung von Wissen aus Geschichte, Wissenschaft und Literatur, die in moderne Lebensweisheiten umgewandelt wurden. Die 12 Regeln basieren auf einer Vielzahl von Tugenden und Werten, von Selbstliebe über Ehrlichkeit und Bescheidenheit bis hin zur Wertschätzung für die schönen Dinge im Leben. Diese Lebensregeln beinhalten sowohl altbewährte Weisheiten als auch moderne Ratschläge. Dazu gehören Themen wie Verantwortung, Willensstärke, präzise Kommunikation, der Umgang mit männlicher Aggression und die Kunst des konstruktiven Streitens. Sie bieten eine breite Palette an Orientierung und Leitlinien für das Leben in einer oft chaotischen Welt. Das Buch enthält auch eingängige Metaphern und Beispiele, die die Ratschläge veranschaulichen und verständlich machen. Diese reichen von der Körpersprache der Hummer über die Eitelkeit Satans bis hin zur Bedeutung streunender Katzen. Insgesamt stellt 12 Rules for Life eine Sammlung von Lebensweisheiten dar, die darauf abzielen, den Lesern Orientierung und Anleitung in einer Welt zu bieten, die gleichzeitig faszinierend und herausfordernd ist. Petersens Ansatz kombiniert traditionelle Werte mit modernen Erkenntnissen und vermittelt eine Vielzahl von Werkzeugen, um ein erfüllteres und zufriedeneres Leben zu führen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!